Und es bimmelt und so soll das auch sein hier am Windenbach. Wenn man auf die kleinen Lümmels geht, muss es einfach laufen. Also rausgezogen die Brocken. Es lübt wirklich gut hier an der Stelle. Ich war gestern Nacht schon einmal kurz hier, also gestern Abend, und habe hier ordentlich rausgezogen und probiert. Und es geht mancherlei hier rein, also vom Steinschill, wie gerade gesehen, gerade eben noch den Gründling als Trophy gefangen, Muscheln gehen rein. Und was das Wichtigste ist, die Zettis, Zopen und Zobel, jede Menge Zopen und Zobel. Wobei ja die Zope da doch deutlich interessanter ist. Gestern Abend zwei dicke, fette Zopen dran gehabt, die dann jeweils so knapp 20 Silber pro Stück gebracht haben. Das ist natürlich auch richtig gut. So soll das sein. Aber was soll hier auch noch reingehen? Richtig, der Don. Und auch der Don war schon da. Immerhin mit 143 Gramm. Gar nicht so schlecht. 143 Gramm und das Ganze eben hier auf relativ dicke Haken. Ich habe jetzt den Tag über, beziehungsweise die letzte Stunde, die ich hier stand, komplett mit Mistwurm rumprobiert. Und gestern Abend stand ich hier mit Regenwurm und Mistwurm. Zack, da geht nochmal einer rein. Also mit der Kombination Regenwurm und Mistwurm. Beides ging da ganz gut. Guck mal da, schöne Nasen. Gestern Abend hatte ich übrigens, apropos Nasen, eine Futtermische verwendet. Eine Futtermische, wo ganz viel Wurm und Mistwurm-Feeds drin waren und ähnliches. Und es waren auf einmal hauptsächlich Nasen an dem Spot. Das heißt, ich werde beim nächsten Mal oder jetzt hier auch in der Nacht keine Futtermische mehr verwenden, sondern es einfach mal so testen. Und wie gesagt, dann ohne Futtermische das einfach nochmal weiter probieren. Natürlich in der Hoffnung, in der Nacht noch mehr Dons zu fangen. Das Ganze, ich muss mal eben kurz schauen, im Discord. Das Ganze hatte ich gesehen beim Strolch. Der hatte da so einen halben Post, hat er zumindest reingestellt im Discord. Und ja, genau hier an der Stelle. Und er hatte da tatsächlich seine Don Trophy gefangen. Alter Falter auf Regenwurm an der Stelle. Sensationell. Ich hatte auch den Untergrund schon getestet. Wenn man hier 10 Meter klippt und dann 10 Meter auswirft, landet man hier auf einem sandigen Untergrund. Dementsprechend habe ich dann natürlich das Set auch zusammengebaut. Gehen wir natürlich auch gleich drauf ein, dass man eben hier eben mit dem sandigen Blei dann eben auch unterwegs ist. Im Großen und Ganzen, wie gesagt, bin ich bisher ganz zufrieden. Wenn wir mal eben so nach Gewicht sortieren, haben wir natürlich, klar, ein paar Brassen auch mal mit dabei. Hier die Zope, sowas ist natürlich schon richtig gut. Da landen wir schon wieder direkt bei ungefähr 20 Silber. Das schmeckt. Die großen Zobel, auch da hatte ich gestern welche um 400 Gramm, die bringen tatsächlich deutlich weniger. Die liegen dann so bei 8, 9 Silber, aber auch das ist natürlich nicht so schlecht. Kann man mitnehmen. Aber auch hier wieder genau Zope, Zope. Also ihr seht, richtig viele Z-Fische. Das ist der Grund, warum man hier auch einfach den ganzen Tag über gut stehen kann. Einfach schön rausziehen. Diese doch relativ seltenen Fische einfach mal mitnehmen. Vielleicht macht man dann noch ein bisschen Skillpunkte dadurch. Ja, vielleicht noch ein paar Gründlinge auf Regenwurm, jawohl. Was man natürlich auch machen kann, zum Beispiel mit Köcherfliegenlarve sich hier hinstellen. Also Regenwurm funktioniert, Köcherfliegenlarve, Caster könnte man auch einfach mal testen. Also da muss man sich jetzt nicht hier unbedingt die Mistwürmer gönnen, die ja sonst auch immer relativ teuer sind. Wie gesagt, die Don Trophy vom Strolch ging ja auch auf dem Regenwurm. Ich habe noch gar nicht geguckt, ist er in den Rekorde drin? Und er ist tatsächlich auch in den Rekorde drin, genau. Glückwunsch dazu allen, Petri. Richtig, richtig geil. Am Windenbach auf Regenwurm abgehakt das Teil. Und das mit nicht mal, ich glaube nicht mal Level 30. Ist natürlich ein Traum, ne? Eine Sorge weniger. Also, zack, immer versuchen, rauswerfen und hoffen, dass da das Ding reingeht.
Und das Schöne ist einfach an so einem Spot, wo eben auch noch nebenbei ein bisschen Kohle reinkommt, wenn man da dann den Don einfach nebenbei fängt aus Versehen, ist es natürlich besonders gut. Also, gucken wir mal kurz rein hier. Das Setup von mir, ich sehe auch schon gerade mächtig Verschleiß schon mittlerweile drauf. Aber fürs Kleinfischangeln langt es noch. Ich glaube, da werde ich den Verschleiß so bis ungefähr 50% hochjagen. Ja, für die Kleinfische reicht es in jedem Fall. Wichtig hier jetzt bei diesem Untergrund, ich habe jetzt hier einfach nochmal auch ein sandfarbenes Blei verwendet und einen 16er Haken. Das auch in Kombination ist hier mit Microbraid. Microbraid glaube ich nicht zwingend notwendig. Man kann auch hier mit deutlich dickerer Schnur dran gehen. Ich verwende das aber auch, um eben die anderen Fische irgendwie ja, weniger zu verscheuchen. Das heißt, ich nehme halt da einfach Rücksicht auch eher auf die anderen. Und wenn der Don halt auch mit reingeht, ist das halt nicht so schlimm. Wie gesagt, 16er Haken verwende ich jetzt seit einigen Wochen oder fast Monaten. Einfach nur, um zu testen, ob der nicht auch auf größere geht. Ja, er geht auf größere Haken. Und tja, er wurde auch eben auf deutlich größere Haken schon gefangen. Deswegen kann das alles mit diesem winzigen Haken nicht unbedingt nur am Haken liegen. Also es wird ja ganz viel, wie gesagt, mit diesem winzigen Haken probiert immer. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Don da so... Na, da ist da eine Muschel dran oder was? Dass der Don da so hart nur auf diese winzigen Haken aus ist. Tatsache, Alter. Ein Steinschild ist da so abgezogen. Konnte sich einfach nicht entscheiden. Also wie gesagt, eigenartiger Fisch, wissen wir glaube ich alle, absolut wild. Ich zähle den, also ich schätze den mittlerweile eher fast so ein bisschen wie den Aal ein. Also Shitty Gall, was der Haken ist, Shitty Gall, wie das Vorfach ist, Shitty Gall, was du reinschmeißt sozusagen. Er beißt schon irgendwie, aber wann er beißt, ist halt abhängig vom Fisch, ob er Lust und Laune hat. Und weniger, ob du da irgendwie die perfekte Kombination hast. Ich glaube, es ist einfach ein riesengroßer Lackfaktor. Also, im Großen und Ganzen sieht es bisher, wie gesagt, ganz gut aus. Es sind ein paar ganz gute Brocken reingegangen. Ich mache jetzt hier schön die 2 Stunden noch voll. Mal gucken, was da noch geht die Nacht. Und ob sich das noch weiter lohnt. Wie gesagt, Don ist halt schon drin gewesen. Gründlingstrophy schmeckt natürlich auch. Und so im Großen und Ganzen rein kohlemäßig auch gar nicht verkehrt. Und eben auch ein ganz wichtiger Punkt, man kann eben auch durchaus an der Stelle hier ganz gut Skillpunkte machen fürs Grundangeln. Oder wenn du Bock hast, vielleicht auch mit der Stippe dich hier hinstellen, kann man natürlich auch versuchen. Und dann einfach mal testen, ob hier nicht die Zettis reingehen und nebenbei dann vielleicht einfach mal so ein Don. Flussmuscheln und sowas waren auch schon mit dabei. Na, hier wandert schon wieder einer weg. Vielleicht geht sogar noch ein großer Steinschill rein. Und wieder abgehauen. Vielleicht geht sogar noch ein großer Steinschill rein. Die hatte ich bisher noch nicht in groß. Wäre aber doch auch mal was. So, ich mache jetzt hier die Nacht noch fertig. Und ich würde sagen, ab ans Wasser, schnapp dir die Zeddys und mit Glück auch noch den Don. Petri, ihr Lümmels, wenn das Ganze geholfen hat, einen Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags, 19 Uhr.